Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich gedacht, ich reagiere auf Smalltalk. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Tag Leute, ich wollte fragen, ich will gar nicht. Leute, bevor wir anfangen, ganz kurz lesen wir uns mal die Kommentare durch. Also, lesen wir uns mal die Kommentare durch. Er hat einen Oscar verdient. Er wartet auch auf menschlich gesehen ziemlich abstoßend 1,49. Er ist auch 2020 hier. Niemand menschlich gesehen ziemlich abstoßend. In der Schule. Lehrer. Ja, Kevin, was ist? Kevin, ich wollte fragen. Ich wollte gar nichts nicht fragen. Taucht unter den Tisch. Bevor Stille entsteht, tritt lieber einem Chimbein. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Meme. Oha, danke für 440 Likes. Bearbeitet. Sieht man hier oben aber trotzdem. Egal, Leute, jetzt habe ich unabsichtlich. Aber ja, fangen wir an, würde ich sagen. Dann mal mit dem Video richtig. Leute, ich muss mein Handy so halten, so unten. Wenn ich es vor meinem Gesicht halte, sieht man den Schatten neben. Ich könnte mich, was eventuell noch geht, vielleicht so hinsetzen. Dann könnte ich es. Ja, dann kann ich es so halten. Aber dann, übrigens, wenn ich raufschaue, so wie jetzt, schaue ich nicht weg von der Kamera, sondern nur auf den Bildschirm. Aber ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Tag Leute, ich wollte fragen. Ich will gar nichts fragen. Geh nur mal runter. Ich glaube, das könnte ich genauso machen. Zum Beispiel jetzt mit meiner Begrüßung mal. Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wollte gar nichts fragen. Ich gehe noch mal runter. Das könnte ich genauso machen. Tag Leute, ich wollte euch zeigen, wie man Smalltalk betreibt. Viele haben das Problem, dass wenn sie aufeinandertreffen, dass Stille entsteht. Das wollen wir alle nicht. Bevor Stille entsteht, kickst du lieber jemand ins Schienbein. Ich zeig euch einen Tritt. Nimm mal an, okay. Ihr kommt hin und stellt euch vor. Tag, da ist der Pörzi. Dann sagt der Gegenüber. Tag, da ist der Sebastian. Okay. Dann ist erstmal Funkstelle. Haben wir alles geklärt. Aber das wollen wir ja nicht. Dann ist die nächste Frage. Okay. Nächste Frage. Hast du eine Freundin, Sebastian? Dann ist die Antwort von ihm. Ja. Wenn er eine hat, ja. Wenn er keine hat, wahrscheinlich nein. Bist du zufrieden, Sebastian? Er wahrscheinlich ja. Gegenfrage. Bist du zufrieden, Percy? Und dann packst du aus. Also Leute, der Percy hat den Sebastian gefragt, ob er zufrieden ist. Und Sebastian hat dann den Percy gefragt und der Percy ist dann ausgerastet. Sabrina hat mich heute Morgen geweckt. Ich bin halb ausgerastet. Sabrina hat Leute, schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare. Ich verschiebe jetzt mal kurz meine Facecam, ob ich mal auf andere Videos reagieren soll, wie Percy Reaction auf Krankenplatz Ronny oder Percy reagiert auf Anthony Reaction zu Percy Reaction oder vielleicht Anthony Bootcamp, ja, oder vielleicht auch mal auf das perfekte Bewerbungsgespräch. Ja, schreibt mir es mal gerne in die Kommentare. Aber ja, dann würde ich sagen, macht mal weiter. Und die Tabenta auch noch ziemlich lang an der Früh. Und dann fragst du mich, Sebastian, ob ich zufrieden bin, du kleines Sackgesicht. Nur weil du glücklich bist mit deiner Freundin. Junge, ich rate dir. Er rastet so aus, nur weil er gefragt wurde, ob er glücklich ist. Übrigens, Leute, ich mach mal schnell die Grüße. Grüße gehen raus an FreesterHD212 und an Mr. Böhm. Hat beim letzten Video zwar nicht den ersten Kommentar geschrieben, aber er hat gefragt, ob er auch gegrüßt werden kann. Und deswegen habe ich ihn gegrüßt. Entladen worden, oder? Ach ja, hast du eine Einladung gekriegt und hast nicht über den zweiten mitbekommen. Dann wünsche ich dir das Allerbeste, Sebastian. Du kleine Sackkarte. Wenn du ein Problem hast, können wir auch rausgehen und es klären. Nur weil du jetzt ein Golf 3 fährst und ziemlich erfolgreich wirst. Okay, komm mir bloß Golf nicht 3. Ich schau mal kurz in Google nach, wie ein Golf 3 aussieht. Wir sehen uns gleich wieder. Also Leute, ich habe es jetzt eingegeben in Google. Ja, ich schaue jetzt mal, wie ein Golf 3 genau aussieht. Ja, so eben.
Circa. Okay, passt. Okay. Also dort, ich muss zugeben, ein Golf 3 wäre nicht so meins. Aber ja, jedem, wie es ihm gefällt eben. Ja, zum Beispiel auch ganz bunt. Aber Leute, wir sind hier nicht, dass wir uns Golf 3 anschauen, sondern um auf Smalltalk reagieren. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns auf YouTube wieder. Leute, ich habe bemerkt, ich habe vergessen, das Video zu pausieren. Es tut mir leid, dass ich es nicht pausiert habe, während ich Tab gewechselt habe. Ja, es tut mir leid. Ich könnte es natürlich auch rausschneiden, aber ja, ich lasse es drin nehmen, glaube ich. Dann schauen wir weiter. Sebastian, es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Du bist menschlich gesehen ziemlich Das habe ich schon mal in abstoßend, eins meiner kannst Videos nichts dafür. eingeblendet. Wahrscheinlich sind Sind deine deine Eltern Eltern nicht nicht zufrieden zufrieden mit mit dir. dir? Ich selber bin ziemlich Ziemlich ausgeglichen und wenn ausgeglichen. du jetzt weiter so laberst, kriegst du aufs Maul. Gut. Gut zu wissen. Die Teddy-Show im Schloss Ludwigsburg. 31.08.2012 im Schloss Ludwigsburg. 31.08.2012. Wie alt ist das Video schon? Ich glaube so 7 Jahre. Jetzt haben wir 2020. Das heißt, es wäre 2014 rausgekommen. Nein, 2013, mein Fehler, 2013, habe ich verrechnet. Tag, Leute, hey. 2013, mein Fehler, Entschuldigung, Entschuldigung, 2013. Aber da ist ja gerade gestanden. Na, egal. Glaube ich, 12 da. 2012. Ach so, ja. Okay, passt. 28.07. Jahre ist es noch. Hat es noch funktioniert? Also, wäre sich noch ausgegangen. Aber Leute, das war's dann auch mit dem Video. Könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich beim nächsten Video machen soll. Lasst ein Like und ein Abo, da würde mich freuen. Und überhaupt, ich habe euch meinen Shop, meinen Instagram-Account und den Kanal meine Ente in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Aber dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss.